So, ich freue mich, dass wir heute zusammen sind und ich habe ein interessantes Thema gewählt und ich steige mit einem Spruch aus der Bibel ein, der dieses Thema sehr gut auf den Punkt bringt. In Sprüche 22, Vers 2, da steht ein kurzer, prägnanter Satz. Reiche und Arme begegnen sich. Der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Besser, finde ich, kann man es nicht formulieren. Reiche und Arme begegnen sich und der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Ja? Das ist wunderbar. Es begeistert mich. Die Corona-Krise ist ja das Thema wieder die ganze Zeit. Hat weltweit viele Menschen in eine Existenzkrise gestürzt. Wir kriegen das langsam, aber sicher mit. Ja? Und in vielen Ländern gibt es schon seit Jahren Trockenheit, in Deutschland auch. Der Bauernbericht kam raus, 3 Jahre Trockenheit in Folge. Ja? Und auch wenn es jetzt regnet, dieser Regen wird es nicht ausgleichen. Ja? In Senegal ist auch weltweit schon eine Trockenheit in unserem Projekt. Wir haben einen Brunnen gegraben und haben sogar eine Wasserstelle gehabt, eine offene. Die ist mittlerweile ausgetrocknet. Der Brunnen hat kein Wasser mehr. Ja? Er wartet auch auf die Regenzeit, dass sich es wieder ausfüllt. Also eine Klimaveränderung weltweit. Und die Menschen kommen in Armut. Und durch diese Corona-Krise wird es weltweit noch schlimmer. Und auch durch diese Trockenheit. Andererseits lesen wir an der Börse, der Apple Technologiegigant hat die 2-Billionen-Marke geknackt, erstmalig. Es gibt also scheinbar Gewinner und Verlierer, Arme und Reiche. Ja, mein Thema. Finanzminister Scholz sagte ja in diesen Tagen, die Reichen müssen höhere Abgaben zahlen, um ihren Anteil an der Krise zu leisten. Ja, genauso ist es. Und damit sind wir im heutigen Thema. Bevor wir uns Lösungen anschauen oder ermutigende Worte, wie wir damit umgehen, ja, ob es Lösungen gibt, weiß ich nicht, aber wir werden es sehen, möchte ich kurz noch eine Bestandsaufnahme machen. Kurz. Aber ich kündige schon das Gute danach an. Ich will euch nicht in die Depression führen, in die große. Ja, so. Allein in Europa sagt die EU-Kommission im April, dass die Krise 3,4 Billionen Euro kosten wird. Nur in Europa. 3,4 Billionen. Und die europäische Gemeinschaft und die Menschheit wird diese weltweite Krise gemeinsam tragen müssen. Also da kommt etwas auf uns zu, das wissen wir noch nicht, was kommen wird, aber es wird deutlich gerechnet. Merkel hat in dieser Woche gesagt, es gibt 3 Schwerpunkte, auf die sie sich konzentrieren wird. Und das fand ich sehr gut, was sie gesagt hat. Die Kinder dürfen in der Krise nicht die Verlierer sein. Ja? Und die Wirtschaft muss laufen und der Zusammenhalt der Gesellschaft ist wichtig. Das waren ihre 3 Punkte. Ich habe es mir sehr genau angehört, fand ich sehr gut. Weil die Jugend ist das Entscheidende, das ist richtig. Die Wirtschaft muss laufen, daher kommen wir. Wir brauchen einfach Geld, Arbeit, damit wir leben können. Aber, und das ist der Schwerpunkt und das ist auch mein Thema heute, der Zusammenhalt der Gesellschaft. Warum sagt sie das? Weil sie den gefährdet sieht. Ja? Ganz deutlich. Und nicht nur sie alleine. So, und wenn wir ehrlich sind, schauen wir doch in die Welt. Weltweit gibt es Demonstrationen. Berlin, Belarus, Washington, Brasilien, ja? Hongkong, überall auf der Welt gibt es derzeit, Senegal, ja? Demonstrationen. Warum gibt es Demonstrationen? Die einen sind dafür, die anderen sind genau dagegen, wo die anderen dafür sind. So schaut's aus. Ja? Die einen dafür, die anderen dagegen. Die Gründe sind also sehr unterschiedlich. Es ist nicht so, dass alle gleich mit den gleichen Argumenten auf die Straße gehen. Einmal wegen Rassendiskriminierung, Antisemitismus, die Corona-Auflagen, Armut und das Klima. Ja? In Brasilien, der Amazon, ja? Sind sie deswegen auf die Straßen gegangen. Ob das richtig ist oder nicht richtig ist, können wir oft gar nicht beurteilen, ja? Weil die Meinungen sehr weit auseinandergehen und sehr differenziert zu beobachten sind. Aber schauen wir es uns an, was gerade passiert weltweit. In Washington, auch in dieser Woche, hat die BLM, Black Lives Matter, Schwarze Leben zählen, ja? So heißt es übersetzt, Bewegung, nach einem erneuten Vorfall ist sie mit Martin Luther King, der Dritte, der Sohn von Martin Luther King, auf die Straße gegangen,
auf Washington, auf dem Lincoln Memorial und haben wieder eine Rede gehalten. Wegen Rassendiskriminierung. Ja? Und er sagte, der Sohn von Martin Luther King, an historischer Stelle, ja, hat er angesetzt an der weltberühmten Rede von seinem Vater. Diese Rede gilt als einer der herausragendsten Reden in der Menschheit. Sie ist aufgenommen worden in diese Kategorie der herausragendsten Reden der Menschheit. Und er hat es genau am 28.08., vor ein paar Tagen quasi, 1963 diese Rede vor 250.000 Menschen geführt. Vor fast 60 Jahren. Und er sagt in dieser Rede, I have a dream. Wir kennen diese Rede. I have a dream. Er hat einen Traum. I have a dream. So, und er setzt neben diesen, er hat einen berühmten Satz, eben diese Rede rhetorisch gewählt, und er sagt in dieser Rede, den Traum und die Hoffnung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja, und eine Veränderung der Gesellschaft. Ja, eine Veränderung der Gesellschaft. Und aus dieser damaligen Rede gibt es einen Satz, den habe ich uns heute mitgebracht. Er sagt, in dieser speziellen Zeit, wer diese Geschichte kennt, ja, diese Krisenzeit, ja, der Auslöser war ja das Bus. Unternehmen, ja, hat die Schwarzen nicht transportiert. Das war der Auslöser. Und Paula, glaube ich, hieß sie. Ja, sie hat gesagt, nein, ich fahre, weil ich muss mit dem Bus zur Arbeit fahren. Ich kann nicht noch den ewigen Weg gehen nach der Arbeit. Ich schaffe es nicht. Ich brauche das Geld, ich brauche den Bus und ich setze mich in diesen Bus rein. Ja, sie hat es angeführt, dieses Thema. Und dann ging eine Bewegung los. Ja. So, und es war eine Krise, die Amerika erschüttert hat. Und in dieser Krise gab es einen Satz, und den möchte ich euch sagen. Es wäre verhängnisvoll, sagt Martin Luther King, es wäre verhängnisvoll für diese Nation, und ich weite es auf die Welt, wenn sie nicht die Dringlichkeit der gegenwärtigen Lage wahrnehmen würde. Das ist ein bemerkenswerter Satz. Es wäre verhängnisvoll, ja, und wir können das heute auch sagen mit der Corona-Krise, es wäre verhängnisvoll, wenn wir nicht die Dringlichkeit der Lage, was es jetzt bedeutet für die ganze Welt, und wir sind in einer Situation, seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir nicht mehr so eine Situation, die weltweit eine Auswirkung gehabt hat, wie diese. Ja? Und deswegen sage ich den Satz nochmal, es wäre verhängnisvoll von Martin Luther King, für diese Nation Welt, wenn sie nicht die Dringlichkeit der gegenwärtigen Lage wahrnehmen würde. Was bedeutet das für uns? Das ist doch die Frage. Was ist die Dringlichkeit dieser Krise? Ja? Die Gefahr besteht, dass die Gesellschaft und die Menschheit auseinanderbricht. Das war es schon bei Martin Luther King. Straßenkriege, was wir jetzt erleben. Ja? Genau dasselbe erleben wir jetzt in diesen Tagen. Ja? Aber wir wollen uns auch ermutigen. Deswegen gefällt mir diese Rede so gut. Martin Luther King hat ermutigende Worte gefunden. Er ist nicht verzweifelt in der Krise, sondern er hat sie erkannt. Deswegen sage ich eine Bestandsaufnahme. Und mit dieser Bestandsaufnahme gucken wir hoffnungsvoll, lösungsorientiert, mit einem Ansatz der Lösung, ermutigungsvoll und ermutigen einander, ja, diese Krise zu meistern. Ja. So, und ich möchte in dem Fall auch Martin Luther King nochmal sprechen lassen. Er sagt, ich habe einen Traum. Ja. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt werden. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Dies ist unsere Hoffnung. Dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung behauen, einen Stein der Hoffnung. Gefällt mir sehr schön, dieser Satz, ja, den er sagt. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können. Gemeinsam in das Gefängnis gehen können
um gemeinsam einen Stand für Freiheit mit dem Wissen zu machen, dass wir eines Tages frei sein werden. Und dies wird der Tag sein. Dies wird der Tag sein, wenn alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung singen können. Mein Land, es ist über dir, süßes Land der Freiheit, über das ich singe. Land, wo mein Vater starb, Land des Pilgerstolz von jedem Berghang. Lass die Glocken der Freiheit läuten. Ein Auszug aus seiner Predigt. Er hat nicht aufgegeben, er ist nicht verzweifelt in dieser Lage, er ist ja geschlagen worden, ja? Sondern er hat dieses Thema genommen und er hat es in eine Rede formuliert. Und er hat gesagt, aus diesem Berg der Verzweiflung werden wir einen Stein der Hoffnung hauen. Ja? Gefällt mir sehr gut. Seine Inspiration, und wir hören das, Hügel und Berge werden erniedrigt. Hat er es, ein biblisches Zitat, hat er aus der Bibel herausgezogen. Diese Rede wurde weltweit übertragen. Ja? Millionen Menschen haben sie gehört. Nicht nur 250 Menschen damals vor Washington, ja? Sondern weltweit. Bis heute ist diese Rede aktuell. Und die Frage ist doch, und Martin Luther King hat sie damals für sich beantwortet. Er hat gesagt, ja, ich gehe in den Süden zurück und werde verändern. Und heute ist die Frage, und sein Sohn hat sie auch gestellt, ja, und dieselbe Frage stellt, kann sich eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft verändern? Was macht eine Gesellschaft aus? Was definiert sie? Was sind ihre Aufgaben? Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen. Ich zitiere mal Plato und Aristoteles. Aristoteles, genau. Nicht direkt ein Zitat, aber letztendlich so. Was bedeutet es eigentlich, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft? Eine Gruppe von Menschen, die in einem Zusammenhang wechselseitig eingebrachter Interessen und Fähigkeiten auf einem klar definierten Territorium leben und sich als politische und soziale Einheit begreifen und außerhalb ihrer Grenzen auch so wahrgenommen werden. Ein bisschen kompliziert, ja? Ich lege es mal um, dann sagt er noch, der Mensch von Natur aus ist ein nach der staatlichen Gemeinschaft strebendes Wesen, sagt auch Aristoteles. Hegel sagt, Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat sind die Basisinstitutionen einer durchgängigen, auf Recht beruhenden Gesellschaftsformation. Das klingt interessant. Jetzt schauen wir uns ein biblisches Zitat an, was die Bibel dazu sagt, weil wir sind eine christliche Gemeinschaft. Die Christen sind eine Gemeinschaft. Und die christliche Gemeinschaft wurde auch definiert, ja, von der Bibel. Hier haben wir jetzt sehr mal andere Positionen gehabt. Ja. Und die Frage war ja, was ist die Aufgabe der Gemeinschaft, was man eben sehr gut in Krisenzeiten auch erkennen kann. Apostelgeschichte 2,42. Hier kommt die Definition der Gemeinschaft. Der ersten christlichen Gemeinschaft und Gemeinde. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen oder Teilen des Brotes und in den Gebeten. Hier wird eine Gemeinschaft definiert, was sie ausmacht. Ja? Lehre und Gemeinschaft sind in dem Fall ein Paar. Das klingt verrückt, aber das hat eine Auswirkung. Alles, was wir hören in der Familie, wie Hegel das sagt, haben wir Regeln. Ja? Und danach leben wir. Sonst würde es nicht klappen. Wenn wir keine Regeln hätten, hätten wir Anarchie. Jeder macht, was er will. Ja? So funktionieren Gemeinschaften nicht, sondern das ist Anarchie. Sondern Gemeinschaften funktionieren mit Regeln. Wir sind heute deswegen zusammen, weil wir gesagt haben, um 11 Uhr treffen wir uns. Ganz einfach. Ja? Sonst, wenn jemand anders gedacht hätte, nein, fangen wir um 2 an, dann wäre er alleine hier. Ja? Ein Anarchist. So, weil er wäre alleine hier gewesen. Nein, wir fangen um 11 an. Ja? Und so einigt man sich, dass man gemeinsam anfängt, dass man das versteht. So funktioniert eine Gemeinschaft. So, und jetzt heißt es hier Lehre und Gemeinschaft. Und das Interessante ist hier, diese Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft. Was ist wohl gelehrt worden? 11 Uhr Gottesdienst anfangen? Weiß nicht, ob das gelehrt worden ist. Ich vermute nicht. Ja? Sondern ich vermute ganz andere Dinge und wir werden es gleich rausfinden. Ja? Weil das, was gelehrt worden ist, ist nämlich gleich danach umgesetzt worden. So lesen wir 2 Verse weiter, was umgesetzt worden ist.
Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen. Also Gemeinschaft, man trifft sich, man war zusammen. Und hatten alles gemeinsam. Auch interessant. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Ich habe vorhin gesagt, in eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, und damit sind wir wieder in unserem Thema, auch politisch, erweist sich dann als richtig und tragfähig, wenn Krisen kommen. Lebt jeder seinen Individualismus, Hauptsache ich überlebe, alle hinter mir und ich gehe voran? Oder sind wir eine Gemeinschaft und stehen füreinander ein, wenn Bedürftigkeit existiert? Ja? Hier, an diesem Vers, hätte der Finanzminister Scholz seine gute Freude dran. Weil genau das hat er gemeint. Ja? Dass wir diese Krise, und die Europäische Union sagt es auch, Gemeinschaft, dass wir sie nur gemeinsam bewältigen können. Ja? Das ist ein interessanter Gedanke. Tatsächlich stimmt das, was sie gelehrt haben, und jetzt komme ich drauf, was haben sie wohl gelehrt, die Apostel? Damals gab es nur das Alte Testament. Und die Reden Jesu. Das Neue Testament war noch nicht geschrieben. Das ist erst danach geschrieben worden. Ja? Aus diesen Reden heraus. Also haben sie aus dem Alten Testament gelehrt. Und du kannst genau erkennen, was sie gelehrt haben. Die jüdischen Sozialgesetze. Sie waren Juden. Und wir lesen in 5. Mose 24, 12 zum Beispiel einer dieser Gesetze. Ich werde ein paar formulieren. Wenn die betreffende Person arm ist, darfst du ihr Pfand nicht über Nacht behalten. Sei sicher, dass du ihr das Pfand bei Sonnenuntergang zurückbringst, damit sie im eigenen Gewand schlafen kann und dich segnet. Das ist deine Gerechtigkeit vor Adonai, Gott für dich. Hintergrund, jemand hat Geld gebraucht, er hat ein Pfand hinterlegt, seinen Mantel. Der Mantel war aber gleichzeitig seine Schlafdecke, weil er hatte nicht mehr. Und am Abend hat er den Mantel wieder gebraucht, weil es wurde kalt. Und deswegen musste er ihm den Mantel abends wieder zurückgeben, damit der Mensch abends nicht friert, dieses Pfand. Ein Sozialgesetz. Wir haben das auch, Obdachlosenhäuser in Rosenheim, damit Menschen nachts nicht auf der Straße schlafen müssen, sondern eine Nacht verbringen können. Ein jüdisches Sozialgesetz. Dann ein anderes Gesetz. Dazu auch die Möglichkeit, ohne Zins Geld zu verleihen. 5. Mose 23, 20. Oder die Aufhebung aufgehäufter Schulden im 7. Jahr, ein Erlassjahr. Wir haben das übernommen, genau das 7. Jahr. Die Schuldenbegleichung im 7. Jahr gibt es bei uns auch, wenn du eine Insolvenz machst. Jetzt ist es verändert worden über Corona, denke ich. Ja. Aber vorher war es alle 7 Jahre, konntest du quasi... warst du wieder frei. Die Schulden sind dir erlassen worden. Weltweit gibt es diese Bestrebungen auch bei der Entwicklungshilfe, gerade in diesen Tagen auch wieder, dass die Schulden der Länder erlassen werden, weil sie können es und werden es nie zurückzahlen können, was irgendein skrupelloses Unternehmen dem ehemaligen Diktator geliehen hat. So ist nämlich der Hintergrund. Gell? Sie haben dem Diktator Geld geliehen und die Bevölkerung muss es zurückzahlen und kommt nie aus dieser Schuldenfalle heraus. Jüdisches Sozialgesetz im 7. Jahr erlassen, damit der Mensch wieder von neuem anfangen kann. Oder eine Grundversorgung aus dem allgemeinen Steueraufkommen, Hartz IV, wenn du so sehen willst, steht im 5. Mose 14, Vers 22 folgende. Oder das Recht auf Nahrung aus den Feldern der Besitzenden, 5. Mose 24, 19 und folgende. Ja, oder 23, 25. Das ist auch sehr interessant. Man sollte nicht alles abernten, sondern Getreide auf den Feldern lassen, damit die Armen sammeln können. Im Krieg ist es so gewesen, dass man auch nur das Holz im Wald sammeln durfte, das auf dem Boden lag. Genau. Ja, kennt ihr noch. Gell? Und der Boden war leer gefegt. Die Wälder waren dann beseitigt. So, hier geht es um die Versorgung, weil sonst konnten sie nicht heizen. Oder, sehr auch interessant, Partizipation auf den größten religiösen Festen mit den üppigen Mahlzeiten. 5. Mose 16, Vers 9.
Man hat eingeladen, die Armen bei den Festen, weil die konnten nicht feiern. Sie hatten das Geld nicht. Das sind Sozialgesetze. Das ist gelehrt worden. Oder gelehrt worden ist auch, was Jesus gesagt hat. Matthäus 19, 21. Und Jesus war deutlich. Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib es den Armen. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Oder ein anderes Wort von Jesus, Lukas 14, 33. So nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Jesus war radikal. Der war richtig radikal. Der hat gesagt, Besitztum ist absolut vergänglich. Häuft euch mit dem Besitztum einen Schatz im Himmel an. Und er spekulierte auf sein eigenes Wort, auf die Sozialgesetze, ja, die in der jüdischen Gesellschaft ja verankert waren, damit die Gesellschaft funktioniert und nicht in Arm und Reich unterteilt ist. Ja. So, diese Haltung des Teilens, des Gebens, war eine wichtige Bestandeigenschaft einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft und vor allem der christlichen Gesellschaft. Und tatsächlich können wir das sehr genau lesen, diese Haltung. Ja. In Apostelgeschichte 4, einige Kapitel weiter, Vers 32, das war nicht so ein anfängliches Aufflammen von sozialer und moralischer Instanz, ja, wir versorgen jemanden. Nein, es war eine Haltung, da heißt es, die Menge derer aber, die gläubig wurden, es waren wieder Menschen dazugekommen, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ja? Und dann, das ist diese Haltung, die ist weitergegangen. Und jetzt kommt die Folge, und die Folge ist hochinteressant für uns. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu ab, und große Gnade war auf ihnen allen, auf allen. Ja? Und dann kommt ein Denn. Denn ist immer super. Ich liebe Denn in der Bibel, da musst du vorher gelesen haben. Ja? Denn. Was war vorher und was ist denn? Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Sozialgesetze. Ja? Umgesetzt von der ersten christlichen Gemeinschaft. Und sie waren wichtig. Warum? Die Besatzungsmacht. Die Römer waren aktuell am Drücker. Ja? Steuerlast, wir hören das, ja, die war hoch. Der, wo besessen hat, der musste Steuer zahlen. Ja? Der musste abgeben. So, und es war also nicht nur eine einfache Wiederholung, sondern wir lesen sogar, jetzt wird es noch deutlicher, wir sehen, dass das etwas Wichtiges ist. Wir lesen in Vers 36, Josef aber, wir hören jetzt sogar Namen, ja, die werden erwähnt, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß. Er verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ja, die Geber werden sogar namentlich genannt. Ja? Das ist ja auch mal interessant. Gell? Der Sinn bestand darin, das Überleben zu sichern. Letztendlich hatten die, wo es getan haben, einen Schatz im Himmel, weil später sind sie alle enteignet worden. Später haben sie nichts mehr gehabt. Später kam eine Hungersnot. Und der Acker war nicht mehr zum Bestellen, hat keinen Wert mehr gehabt, weil es regnete nicht. Ja? Können wir alles aus der Bibel erlesen. Ja? Die, wo damals verkauft haben, haben aktuell das Richtige getan. Wussten sie vorher nicht. Ja? Aber dann hat es sich als richtig erwiesen. Sie hatten Freunde. Sie waren getragen. Ja? Kann man sich doch vorstellen. Der, wo nichts rausgerückt hat, der hat dann alt ausgeschaut, ja, wie er Hilfe gebraucht hat, weil er vorher nicht gegeben hat. Ja? Das Christentum hat wegen dieser Haltung, ja, einen weltweiten Siegeszug erlebt. Im Zweiten Weltkrieg haben wir das übrigens auch erlebt. Der Marshallplan, der sogenannte, ja, hat die Gewinner haben den Verlierern faktisch wieder Geld gegeben, damit sie auferbauen können. Haben Gelder gekriegt, Marshallplan. So, wir haben es vorhin schon gehört. Psalm 1.
Ich habe ihn nicht umsonst auch vorlesen lassen. Ne? Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Hier gibt es eine Unterscheidung. Ja? Diejenigen, die den Weg mit Gott gehen, werden gesegnet. Und diejenigen, die den Weg nicht mit Gott gehen, die werden in der Krise Not erleben, wenn sie alleine dastehen, weil sie ihren Egoismus gefrönt haben. Ja? Und niemand dann da ist zu helfen. Wenn du krank bist, hilft dir dein Geld auch nicht mehr. Ja? Wenn du da niederliegst, hilft dir dein Geld auch nicht mehr. Die Bibel ist deutlich. Ein letztes Beispiel. Apostelgeschichte 5. Es geht um die Geschichte mit Ananias und Sapphira. Auch sie werden namentlich genannt. Und sie haben etwas verkauft. Einen Acker, den sie besessen haben. Und sie haben sich überlegt, dass sie anders als die andere Gemeinschaft handelt und einen Teil des Geldes behalten, so tun wie, als ob sie alles Geld der Gemeinschaft geben, ja, um gut dazustehen. Ja. Und Gott hat gesagt, das ist der Tod einer guten Gemeinschaft, wenn ihr so handelt. Und ich werde es nicht zulassen, dass ihr lügt, dass ihr ein falsches Ansehen habt, dass ihr religiös etwas sein wollt und besser dastehen wollt, als ihr seid. Und deswegen werde ich die Gemeinschaft vor euch schützen. Und sie sind gestorben. Psalm 1. Der Gottlose verschwindet plötzlich. Der Christ in seiner Gemeinschaft überlebt. Ja? Weil er die Gesetze des Herrn beachtet. Wir können viel aus dieser Geschichte lernen. Wir lernen auch zum Beispiel, steht dort, dass er nicht alles verkaufen musste. Petrus sagt es ganz deutlich, du hättest es behalten können. Warum hast du es verkauft? Ja. Und dann tust du noch, wie als ob du alles verkauft hättest. Ja, ist ja völlig daneben. Hättest du es lieber behalten? Ja. Also es ist nicht so, dass wir alles zwingend verkaufen müssen, sondern es war ein freiwilliges Geben. Ja. Was war die Folge davon, dass die Jünger geteilt haben? Apostelgeschichte 2, 43. Es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen. Apostelgeschichte 3, 1 bis 16. Die Heilung des von Geburt an Gelähmten. Apostelgeschichte 5, 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Und als durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salmos. Umso mehr sie wurden, die an den Herrn glaubten, Scharen von Männern und auch Frauen kamen hinzu, so dass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einer von ihnen überschatten möchte. Und sie haben sie aus den umliegenden Städten gebracht nach Jerusalem, dass die Menschen geheilt wurden. Das ist die Folge gewesen. Gott hat Wunder geschenkt, kraftvolle Machten und Taten, weil diese Gemeinschaft die Gebote Gottes befolgt hat. Und ich schließe mit dem Kernsatz eines Evangeliums. 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Christus hat alles gegeben, damit wir leben. Seine Haltung ist geben. Und das ist die Seligkeit, die wir erleben. Ich möchte beten für uns und uns segnen mit diesem Bewusstsein, dass Gott uns freigebig macht, auf dass wir auch Zeichen und Wunder erleben. Amen. 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 Amen.